So, guten Morgen. Wir fangen an zu packen. Hast du Lust, Timo? Pack mal was an. Also wir haben so viel gepackt, dass wir wahrscheinlich, also dass andere denken, dass wir ausziehen. Das ist cool. Achso, eine Treppe, genau. Die Waschmaschine. Wir fahren jetzt los. Alle sind angeschnallt. Geht's euch gut da hinten? Ja. Ich bin ein Wohnmobil. Ja. Auf einem Park for Night Stellplatz hingestellt. An der Fulda, da hinten sieht man sie so ein bisschen. Und da ist, yeah, unser Auto. So, 2 Stunden vor Ankunft sind wir jetzt hier im stotternden Verkehr. Und du auch! So, wir haben geparkt, Bett ist schon aufgebaut. Und sind direkt hier am See. Läuft bei uns. Ja, cool. So, wir planen jetzt hier eine kleine Fahrradtour. Die Girls sind schon mit den Helmen ausgestattet. Abwasch machen. Wir haben uns übrigens auch für ein ökologisches Abwaschmittel entschieden. Schieb, schieb, los. Abbrot machen ist auch so ein kleines Kunststück oder generell kochen mit 2 Kochplatten, aber es wird. Kids spielen hier ganz friedlich, also mein Blickfeld. Ja, und es gibt heute Nudeln mit Tomatensauce. Jetzt fahren wir zum nächsten Campingplatz. Koche am See. Das Zelt hat auch eigentlich alles ganz gut geklappt. Wir haben jetzt auch den Dreh mit der Toilette raus. Das ist doch nicht so ganz einfach gewesen. Aber wir grooven uns immer mehr ein, ne? Nach so Tag, was ist das jetzt? Tag 3, Tag 4? Ja. Tag 3. Wird so langsam. Also kriegen langsam ein System. Wenn es so ein bisschen chaotisch ist. Wir gucken übrigens auch immer, dass Emmy während der Fahrt schläft. Also wir nutzen immer ganz gerne die Mittagszeit und die Mittagsruhe. Kleine beschäftigt sich eigentlich immer ganz gut alleine. Können wir jetzt entspannt fahren. Schmeckt? Timo steht da schon eine kleine Weile. Oh.
einfach ein Traum hier. Traumhaft. Traumhaft schön. Wir gehen jetzt ein kleines Stückchen wandern. Timo schleppt, schleppt alles. Und wir gehen zu Fuß. Noch einmal einen kleinen Ausflug. Kochel am See. Sind wir wieder zurück. Ja, daher muss man immer erste Hilfesachen bei Kindern dabei haben. Wundschutzspray, Arnika-Kügelchen, antiseptische Bepanthen zum Beispiel. Sowas ist halt echt Gold wert.